Pioneering Spirit ist für mich, nicht aufzugeben, wo andere Firmen schon längst aufgegeben haben. Da fangen wir an und krempeln die Ärmel hoch und sagen, ja, dann probieren wir es mal. Et donc on peut choisir la facilité ou on peut choisir d'être pionnier. So. Wir sind in der Mining-Branche unterwegs, das heißt Bergbau auf gut Deutsch. Die Kunden allgemein in der Mining-Welt sind sehr dankbar für Flexibilität und Innovation. Und das ist genau unsere große Stärke. Also durch die Brille, also den Simulator selber, so wir haben die ganze Aufgabe der Maschine wie ein Buch, ein Kapitel aufgeteilt. Die geschulten Personen können richtige gefährliche Situationen für Maschine und Menschen ohne Problem testen, probieren, üben. Und das ist einer der größten Vorteile. Wir machen ganz, ganz viele Prototypen, Neuentwicklungen wirklich mit Stückzahl 1 für den Kunden. Und das ist genau das, was das Ganze interessant macht. Hallo, mein Name ist Martin Läufke. Ich arbeite als Projektleiter in der Bergbauabteilung von der Firma. Können wir es nochmal machen? Hallo, mein Name ist Martin Läufke. Ich arbeite in der Mining-Abteilung von der Firma Hengnicht. Wenn man mit Geologie arbeitet, ist ein natürliches Produkt, sprich, der eine Meter ist nie vergleichbar mit dem nächsten Meter und wir haben vom Kunden ganz, ganz spezielle Anforderungen an die Genauigkeit. Wie können wir uns da hervorheben? Wie können wir den Markt am besten bedienen? Wenn man einen Kunden durch unseren innovativen Ruf zu uns kommt mit der Hoffnung, dass er seine passende Maschine bekommt, dann muss es am Ende auch passen. Wir arbeiten alle gut zusammen und dementsprechend entwickeln wir mit einem relativ kleinen Team in relativ kurzer Zeit sehr innovative Produkte. Da kriegt man auch immer wieder einen Nackenschlag und dann ist es toll, wenn man ein gutes Team hat, um neue Ideen zu entwickeln, um zu schauen, wie machen wir jetzt weiter. Immer die Paare, ne? Ja, aber ja. So, hier sind wir in Ingwilach, in meiner kleinen Werkstatt. So, Maschinen, die defekt sind. Das bringen mir öfters Kollegen oder Freunde und dann probieren wir gemeinsam zu verstehen, warum es defekt ist. Dass auf der Arbeit immer alles glatt abläuft, wäre auch gelogen. Aber dann, das ist immer das Thema auch, erstmal verstehen, wieso, warum und dann konstruktiv wieder unterwegs zu sein. Keinen Bildschirm vor den Augen haben, das ist auf jeden Fall 100% Ausgleich. Es gibt sowohl im Unternehmen als auch in der Mannschaft ganz, ganz unterschiedliche Positionen. Und jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Wenn man das hinbekommt, dass man die Stärken von allen bündelt und an einem Strang zieht, dann ist man erfolgreich. Wir stellen uns jeder Challenge, wo Wettbewerber sagen, das ist uns eine zu kleine Stückzahl. Da fangen wir an und sagen, ja, dann probieren wir es mal. Natürlich ist es ein Job, aber nicht nur. Ich mache das mit Leidenschaft. Okay, ist nicht immer das Einfachste, aber wir haben immer den Challenging-Weg. Die anderen nehmen den normalen Weg. Schöner letzter Satz.